Der November ist da und läutet die Vorweihnachtszeit gleich mit ein paar gewaltigen Spielekrachern ein. Hier ist unsere Monatsvorschau für die PC-Zocker unter euch. Auf ins All. Mit Anno 2205 müssen nicht nur Städte auf der Erde gebaut und deren Bewohner befriedigt werden, auch der Mond steht auf dem Besiedlungsprogramm. Nur hier nämlich gibt es das Helium-3, eine Ressource, die für Fusionsenergie nötig ist. Für Aufbaustrategen ein Pflichttermin im November. Man nehme XCOM, siedle das Ganze im Wilden Westen an und gebe eine Prise Mystery-Horror hinzu. Fertig ist Hard West, das Taktikspiel von dem recht unbekannten Entwicklerstudio Creative Forge Games. Eine solide Western-Atmosphäre und Zombies? Warum eigentlich nicht? Hard West kann man unter anderem bei Steam kaufen. Mit Call of Duty Black Ops 3 erscheint eine weitere Inkarnation des alljährlichen Shooters und der spielt wieder einmal in der Zukunft. Mit der Koop-Kampagne und dem aus den Vorgängern bereits beliebten Zombie-Modus möchte Treyarch dieses Jahr aber ein paar Akzente setzen. Auf das Endzeit-Rollenspiel Fallout 4 warten Fans seit Jahren und am 10. November 2016 ist es endlich soweit. Vollvertonung des Helden, eine riesige Spielwelt rund um Boston, unzählige Quests und harte Entscheidungen. Wir gehen davon aus, dass Konsolenfans sich auf einen echten Hochkaräter freuen dürfen. Am 10. November erscheint ebenfalls der letzte Teil der auf drei Teile aufgesplitteten Echtzeitstrategie-Saga StarCraft II. Nachdem Wings of Liberty die Terraner-Kampagne brachte und Heart of the Swarm die Geschichte mit Zerg-Missionen fortsetzte, liegt der Fokus diesmal auf den Protoss. Auf das Ende der epischen Geschichte sind wir bereits gespannt wie ein Flitzebogen. All set. Das Ubisoft-Studio Ubisoft Quebec zeigte sich für die Entwicklung von Assassin's Creed Syndicate verantwortlich. Bei Syndicate handelt es sich um den mittlerweile 9. Teil der erfolgreichen Reihe. Als Szenario dient dieses Mal London im Jahre 1868, zur Zeit der industriellen Revolution. Die Hauptcharaktere sind die Zwillingsbrüder Jacob und Evie Fry. Der Singleplayer-Modus soll bei Syndicate voll und ganz im Fokus stehen. Ubisoft verzichtete daher auf Multiplayer-Modi jeglicher Art. Mit The Crew Wild Run wird das Rennspiel um Motorräder, Dragsters, Monster Trucks und Driftfahrzeuge ergänzt. Aber auch in Sachen Effekte hat der DLC einiges zu bieten. Dynamische Wettereffekte, erweiterte Tiefenschärfe und andere optische Schmankerl. Am 19. November ist Star Wars Time. Dann nämlich erscheint der Arena-Shooter Star Wars Battlefront aus dem Hause DICE und natürlich Electronic Arts. Anhand einer groß angelegten Beta konnten sich viele Spieler bereits im Oktober ein Bild vom Spiel machen. Im November gibt es dann das volle Paket sowohl auf PS4 als auch auf Xbox One, rund einen Monat vor der Premiere des neuen Star Wars Films. Einen Tag später, am 20. November, endet die Geschichte der Telltale-Adventure-Reihe zu Game of Thrones mit der Veröffentlichung der letzten Episode. Ganz wie in der populären TV-Serie haben Entscheidungen weitreichende Konsequenzen, inklusive den ein oder anderen überraschenden Tod eines Charakters. Wer die Telltale-Geschichten lieber am Stück spielt, hat nun die Gelegenheit dazu. Bei den ganzen Spieleschwergewichten kommt ein wenig Entspannung aus dem Indie-Bereich gerade recht. Stellvertretend für Titel wie The Tape, Louis Cooks und Co. stellen wir euch hier Stacks D&T vor. Das ist ein Sandbox-Spiel, das auf Blöcken basiert. Mit den Blöcken, welche den Gesetzen der Physik gehorchen, müssen unter anderem Gebäude errichtet werden. Zudem hantiert ihr mit Dynamit herum und seid auf der Suche nach einem mysteriösen Artefakt. Das Spiel gibt es auf Steam. Und das war sie, unsere Monatsvorschau an PC-Titeln für den November. Uns ist ein spannendes Spiel durch die Lappen gegangen. Wir freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch einen fantastischen Spielemonat November.